Willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir wollen euch heute die mobile Anwendung von Direct Ferries vorstellen. Das ist eine Internetseite, auf der man Fährstrecken, Fährhäfen und vieles mehr ziemlich einfach finden kann. Die Kernfunktion hier ist es aber eigentlich, dass man die einzelnen Tickets, die man ja kaufen muss, bei den unterschiedlichen Verbindungen recht einfach findet und natürlich auch die Abfahrtzeitpunkte relativ übersichtlich hier in dieser Anwendung abrufen kann. Der erste Schritt ist es jetzt erstmal in einer ziemlich langen Liste die Route einzugeben, also von wo nach wo man hier jetzt eigentlich fahren möchte bzw. überfahren möchte. Und dort habe ich jetzt schon etwas ausgewählt, eine ziemlich berühmte Route, Barcelona und Ibiza. Und hier gibt es dann die Möglichkeit noch das Datum anzugeben, zusätzlich Return Journey, also Rückweg kann man noch ein- und ausschalten, wie viele Personen und ob man ein Auto mit dabei hat. Denn das ist natürlich auch entscheidend, da nicht jede Fährverbindung immer Platz für Autos hat, beziehungsweise es dann einzelne Anbieter gibt, die halt das Auto mitnehmen, andere nicht. Gehen wir jetzt aber einfach mal auf Suchen und hier müsste man jetzt auf jeden Fall was finden. Die Datenbank wird jetzt hier erstmal durchsucht und es gibt ja natürlich auch unterschiedliche Anbieter, unterschiedliche Preise und so weiter. Da sind wir jetzt bei 61 Euro. Also hier seht ihr jetzt ein anderes Logo als dort und dort haben wir dann zum Beispiel schon einen unterschiedlichen Anbieter. Hier gibt es jetzt ein paar Informationen, Depart am 4. März um 22.30 Uhr und Arrive am 5. März um 7.30 Uhr. Gehen wir einfach mal auf Continue und hier hat man jetzt die Möglichkeit nach und nach diese Buchung auszuführen. Zum Beispiel hier reservierte Sitze einen, dann hat man die Möglichkeit hier eine Kabine hinzuzufügen. Die wollen wir aber nicht haben. Gehen wir mal auch weiter. Und hier gibt es jetzt die unterschiedlichen Möglichkeiten. Hier gibt es jetzt Customer Details. Also hier muss man jetzt seine Mailadresse eingeben bzw. sich registrieren. Und so schließt man dann hier halt Schritt für Schritt diese Bestellung bzw. diese Vorbestellung dieses Tickets ab. Es gibt natürlich längere Verbindungen und kürzere Verbindungen. Die man hier jetzt aber vorbestellt, sind jetzt schon ein bisschen länger. Also ihr habt es gerade eben an der Zeit gesehen. Das sind schon ein paar Stunden, die man dann auf dem Schiff verbringt. Und diese ganz kurzen Verbindungen, die, sage ich mal, kann man ja meistens noch vor Ort kaufen. Aber es ist halt auch möglich, hier übers Internet manchmal auch günstiger die Angebote zu bekommen. Es gibt dann hier jetzt noch einen Portfinder. Also Port heißt Hafen, wisst ihr, denke ich. Und hier kann man dann zum Beispiel in einer Liste auswählen, einzelne Sachen. Und dann wird auf der Karte angezeigt, wo dementsprechend hier dieser Port, also dieser Hafen ist. Funktioniert übrigens auch mit den am nächsten gelegensten. Bei mir ist zum Beispiel Cuxhaven ganz oben mit dabei. Und hier seht ihr dann nochmal auf der Grafik, wo Cuxhaven in Deutschland liegt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Timetables abzurufen. Dort kann man zum Beispiel eine Route suchen oder auch hier auf eine Liste zurückgreifen. Und da nehmen wir doch einfach mal eine mit C. Suchen wir einfach mal was mit Cuxhaven. Wenn hier was im System ist, denn nicht immer ist natürlich dort etwas hinterlegt. Ach, nehmen wir einfach mal sowas hier. Und da sieht man jetzt zum Beispiel die Information, es gibt 3 Überfahrten pro Woche. Eine Überfahrt dauert 3 Stunden 10 Minuten. Und es gibt dann hier noch die Details, wann in der nächsten Zeit die nächsten Überfahrten stattfinden. Und da ist jetzt wohl eine ganze Zeit lang gar nichts los. Da suchen wir uns nochmal was anderes. Barcelona, Ibiza, das schauen wir uns nochmal an, denn da gibt es eigentlich ziemlich viel zu sehen. Barcelona, Ibiza, ja, hier seht ihr das, dort sind 6 Überfahrten pro Woche 9 Stunden und dort gibt es 3 Überfahrten die Woche und 8 Stunden 30, ja, klicken wir da mal drauf. Ach, und hier sieht man jetzt zum Beispiel am 3. März um 21.30 Uhr wäre die nächste Abfahrt. Es gibt dann auch die Möglichkeit, sich hier mit seinem eigenen Account anzumelden bzw. zu registrieren. Wenn man häufiger mal solch ein Ticket im Voraus bucht, bietet sich das natürlich sehr, sehr an, da der Bestellprozess dann noch etwas einfacher ist. Und im Bereich Help bekommt man dann noch die Möglichkeit, sich ein paar Infos hier abzurufen. Ja, das ist dann aber auch die mobile Anwendung von Direct Ferries. Wir finden die Internetseite ziemlich gut und man kann hiermit ziemlich einfach die besten Fährverbindungen finden. Es gibt noch Informationen zu den Häfen und insgesamt macht das auch vom Design und von der Umsetzung einen guten Gesamteindruck. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao!